Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial mit aquacomputerberlin.de und modmymachine.de. Heute zeige ich euch, wie ihr einen G200-Kühler für Nvidia-Karten montiert. Das ist also das gleiche bei einer GTX 260 oder einer GTX 280. Wir starten in Kürze. Ihr benötigt Wärmeleitpaste, eine Grafikkarte, Schraubenzieher, Schere, den AquaGraphics und Schrauben und die Wärmeleitpads, die aber im Lieferumfang enthalten sind. Als erstes demontieren wir den kompletten Kühler. Also, den Sticker runter. Jetzt vorsichtig den Boden abnehmen. Rundherum habt ihr kleine Nasen. Die müsst ihr halt vorsichtig lösen. Leicht rüberhebeln. Alle Wärmeleitpads entfernen und im Anschluss reinigt ihr den Grafikkartenkern von der alten Wärmeleitpaste. Als nächstes tragt ihr Wärmeleitpaste auf den PCI Express Brückenchip, den Grafikkartenkern und die Arbeitsspeicher auf. Bei der GTX 260 habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Spannungswandler. Schneidet das Wärmeleitpad in 5 Stücke, die dort hinaufpassen, und dann packt ihr diese rauf. Bei der GTX 280 habt ihr an diesen beiden Stellen 2 weitere Spannungswandler, für die ihr ebenfalls das Wärmeleitpad benutzen müsst. Also immer darauf achten, bei einer GTX 280 braucht ihr 7 Stücken, bei der GTX 260 lediglich 5. Könnt ihr den Kühler raufpacken. Als Orientierung ist hier sehr gut dieser Ausschnitt vom GPU. Als erstes wieder 4 Originallüfterschrauben um die GPU herum montieren. Und im Anschluss 7 Schrauben rundherum. Das war es mit dem Tutorial von aquacomputerberlin.de und modmymachine.de. Wie montiere ich einen G200-Kühler auf einer Grafikkarte GTX 260 bzw. GTX 280? Wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin immer schön weiter basteln.